zwei Stimmen, liebe Schwestern und Brüder, oder wir könnten sagen, zwei Themen stehen heute am Fest der Heiligen Familie mitten in der Weihnachtsoktav im Raum. Das eine Thema wird vorgegeben durch die Stimme des Apostels Paulus, wenn er über eine Anordnung oder das Miteinander spricht. Er benutzt ein Wort und er benutzt es oft, das ganz aus der Mode gekommen ist. Es heißt Unterordnung. Ich wollte gar nicht wissen, in wie vielen Gemeinden diese Lesungen alle weggelassen werden, weil dort steht, die Frauen sollen sich den Männern unterordnen. Das passt uns natürlich nicht in unsere Zeit. Aber wir müssen den Gesamttext hören, wir müssen das ganze paulinische Konzert im Ohr haben, um dieses Wort zu verstehen. Denn wenn Paulus von Unterordnung spricht, dann meint er Nachahmung. Wer soll nachgeahmt werden? Niemand anderer als Christus, der sich untergeordnet hat. Was feiern wir anders an Weihnachten? Die Unterordnung Christi. Paulus kann es kaum besser ausdrücken als in jenem Hymnus, den er selber übernommen, den er vorgefunden hat in seiner Gemeinde von Philippi. Er, der ganz reich war, hielt nicht fest daran, Gott zu sein, sondern er entäußerte sich. Er wurde wie ein Sklave und uns Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. So heißt es im Philipperbrief, im 2. Kapitel. Und er spricht in der Überschrift, wenn er diesen Hymnus einfügt, von Nachahmung. Alles das, was Paulus dann in den sogenannten Haustafeln schreibt, also in dem, was wir auch durchaus in der Philosophie seiner Zeit bei den Stoikern etwa finden, wird eingeordnet in die Bewegung Christi. Es ist nicht einfach eine Ethik, die man vorfindet und abschreibt. So naiv war Paulus nicht und so dumm auch nicht und faul schon gar nicht. Er findet etwas vor und bildet eine Brücke. Er findet ein Verbindungsglied und sagt, diese Form des Zusammenlebens entspricht dem, wie Christus es vorgelebt hat. Und deshalb übernimmt er es. Nicht einfach wahllos, weil ihm nichts anderes eingefallen wäre. Und so müssen auch wir heute darauf bestehen, dass Unterordnung, und zwar für alle, eine Nachahmung Christi ist, die damals genauso gültig war wie heute. Die zweite Melodie, wenn man so will, wird, wenn wir in diesen Tagen in das Matthäusevangelium hineinhören, immer wieder durch einen Rückgriff auf die Propheten gegeben. Wir haben es die Woche schon einmal gehört. Matthäus tut das immer wieder. Er will uns sozusagen den Schatz des Alten Testamentes aus unserer christlichen Sicht, also von Christus her, noch einmal nahe bringen und neu aufschließen. Deshalb spielt er heute mit dem, was hier geschieht in der Flucht nach Ägypten und der Rückkehr aus Ägypten, auf den Exodus an. Auf diese Überzeugung, dass Gott dieses Kind Israel aus Ägypten herausgerufen hat. In seiner Auslegung schenkt uns Papst Benedikt einen schönen Gedanken dazu. Er sagt, mit der Flucht nach Ägypten und mit seiner Heimkehr ins gelobte Land schenkt Jesus den endgültigen Exodus. Er ist wirklich der Sohn. Er wird nicht davonlaufen vor dem Vater. Er kommt nach Hause und führt nach Hause. Immer ist er auf dem Weg zu Gott und führt damit aus der Entfremdung in die Heimat, ins Eigentliche, ins Eigene. Jesus, der wahre Sohn, ist in sehr tiefem Sinn selbst in die Fremde gegangen, um uns alle aus der Entfremdung heimzuführen. Ihn zu verehren, auf sein Wort zu hören, ihm nachzugehen, führt immer ins Eigene, führt immer heim. In die große Familie bei Gott.